Das sind lange Bohlen, schwere Bohlen und die sind 12 cm stark. Das nennt man eine 12er Bohle. Das ist schon was Besonderes, weil meistens wird das zu Brettern versägt, also schmalere Bretter. Ich brauche für diesen Block, den ich nachher haben muss, 4 12er Bohlen übereinander mindestens, weil beim Bohlen geht noch was runter. Dann müssen die Risse umgangen werden, das heißt, es wird auseinandergetrennt, neu zusammengeleimt. Also brauche ich schon eine gewisse Menge Holz, das ist ungefähr ein Festmeter. Warte, war nicht so schnell. Hab schon. Also wir werden jetzt nach den Vorgaben der Frau Höfer das Holz erstmal auftrennen. Ja, mit einer großen Säge wird das aufgetrennt und wird dann nach den Vorgaben der Frau Höfer dann wieder verleimt zu einem großen Block. 2 Meter lang und dann eben, wo die Arme dann ausgearbeitet werden, auch wieder 2 Meter breit. Und da wird auch noch eine Stahlarmierung mit eingearbeitet aus statischen Gründen. Und ja, also das kann eine halbe Tonne wiegen. Schon ziemlich genau abmessen, sonst wird das nichts. Die Vergrößerung muss vor allen Dingen stimmen, sonst ist das noch alles irgendwo, aber nicht da, wo es hingehört. Dann ist der Arm an der falschen Stelle oder sowas. Oder ich setze die Punkte in die verkehrte Höhe. Dann ist das alles nachher nicht mehr. Also mir gefallen oft diese halbfertigen Sachen besser, weil es nicht so glatt ist und nicht so langweilig. Man muss ein bisschen mehr überlegen, was das sein könnte. Also das Material ist nicht für mich nur als Material gültig. Es ist einfach ein Material, mehr nicht. Wenn ich was mache, muss das auch so aussehen, wie ich das will. Ja, ich will da was Bestimmtes raus haben und das mache ich. Sonst lasse ich den Baum im Garten stehen, der sieht auch schön aus, da brauche ich nicht rumschnitzen. Ne? Bei dem Holz kann nicht so viel passieren, weil das ein ziemlich neutrales Holz ist. Das hat keine Maserung praktisch, sieht man nicht. Das könnte man auch so unbemalt lassen. Also bei Eiche wäre das ganz anders. Da platzen immer Sachen ab, wo man nicht will, dass die abplatzen. Das passiert einfach, weil das Holz eben anders ist. Ne? Aber für den Zweck ist das das richtige Holz, weil es einfach nicht so hart ist. Und wenn man nachher Farbe drauf macht, da kann man nicht eine Wahnsinnsstruktur unten drunter gebrauchen. Außerdem ist es auch eine Kostenfrage. Das ist einfach auch günstiger als Eiche oder Birnbaum. Und von dem Punkt zu dem Punkt gibt es eine Fläche. Wenn ich da eine Linie runterziehe von der Seite, da ist alles drin. Die Knie, die Hüfte hier, das ist dann alles noch drin. Das heißt, ich schlage jetzt eine gerade Fläche bis hier runter. Diese Fläche hier, die muss ich jetzt wegkommen. Das heißt, der höchste Punkt jetzt hier ist der Zeh. Wie würde denn das aussehen? So. So ungefähr. Ne? Wenn da gerade irgendwo ein Ast an der falschen Stelle ist, zum Beispiel bei den Händen kann es durchaus sein, dass da ein Ast rauskommt. Dann wird der eben rausgebohrt und dann ist das eben gleich die Nagelwunde fertig.
Solche Sachen muss man dann eben nutzen. Das kann man nicht vorher wissen. Auf die Tür. So, ja, das reicht. Ja, das ist doch gut. Da denkt man, man ist schon eigentlich fertig. Und dann merkt man erstmal, was da alles noch kommt. Man muss da doch immer kontrollieren, ob das Ganze in sich steht. Und das ist bei der Größe, wenn man so an so einem Teil hier rumfummelt, schwierig, ne? Weil man das Ganze nicht mehr sieht. Die Handfläche entspricht ungefähr dem Gesichtsfeld. Das halte ich eigentlich durch. Wenn der Kopf eben ein bisschen größer ist, dann mache ich die Füße und Hände auch größer. Das entspricht ungefähr dem Maß des Menschen sowieso. Eigentlich stimmt das bei jedem. Es ist ganz selten, dass jemand zu große oder zu kleine Füße oder zu kleine Hände im Verhältnis zum Körper hat. Eigentlich kommt es meistens hin. Klar, im Gesicht kann man eine Menge machen, ne? Ja, man wird schon Nase, Augen, Ohren, Mund erkennen, dass das auch ist. Also wenn, dann muss ich ja auch alles richtig realistisch machen, aber das ist es gar nicht. Das ist nur ein Abbild, wie es aussehen könnte oder wie ich das sehe. Das ist also stark zusammengezogen, da stimmt nicht die Bauchfalte, der Nabel, das ist da irgendwo, aber nicht wirklich so wie ein fotografisches Abbild. Stimmt, genau. Also ich kann doch gucken. Das ist jetzt der Moment, wo du schon anlegst, wie der guckt am Ende. Ob der nun die Augenbrauen hochzieht oder nicht. Wenn das einmal in der Form ist, dann ist es drin. Das kann man auch nicht mehr wegschlagen. Ne? Das muss relativ neutral sein und da muss ein relativ offenes Gesicht haben, damit da jeder irgendwas erkennen kann, was er dann unbedingt erkennen will. So hat er noch ein bisschen dicke Backen, da kann er ein bisschen was ab. Also ich werde es zwischendurch einfach mal abnehmen und dann liegt es auf dem kleinen Bock, um das einmal hinten mit der Säge zu bearbeiten und dann kommt es wieder dran. Weil das ist einfach sicherer so, man hat auch den Überblick, wenn das liegt, dann sehe ich gar nichts mehr. Ne? Das kann ich am Ende machen, um da vielleicht noch mal ein paar Kleinigkeiten zu verbessern, aber so, wenn ich das Ganze noch im Visier haben muss, geht das nicht. Da muss ich wirklich das Ganze überblicken können. Wie machst du jetzt die Stacheln? Die werden jetzt aus Holzplatten zusammengesetzt. Der Körper trägt die Stacheln nicht umgekehrt, wie das zuerst geplant war. Das heißt, hier kommt die Aufhängung raus. Da ist der T-Träger drin, der geht bis hier ungefähr. Und wenn da jetzt ungefähr noch die Stacheln dran sind, dürfte das statisch und vom Gewicht her überhaupt kein Problem sein. Der Winkel vom Hals stimmt nicht. Deswegen sieht der Kopf auch so klein aus. Ich darf am Kopf nichts mehr abschlagen. Ich muss nämlich den Hals nach oben ziehen. So sieht er nicht so dick aus, aber von hier ja. Von der Seite geht's, ne? Bisschen weiblicher Mund, aber macht ja nichts. Das mag ich überhaupt nicht, dieses Gefühl. Vor allem reißt das hier von allen Seiten ein. Weil diese Äste da drin sind, das überhaupt nicht gut zu machen. Ich
den geht, dann mache ich nachher noch die Ohren und dann ist gut. Das, was jetzt den Ausdruck praktisch in das Ganze bringt, sind ja diese kleinen Sachen, diese Hände fertig machen, die Füße. Das ist dann die Persönlichkeit sozusagen, von der Figur auch. Sonst ist das einfach nur halt ein Kreuz oder so. Ist das dann eben das, was ich mache? Das ist jetzt schon auch, das ist nicht so, ich meine, das mit dem Gesicht ist schon spannend, da ist man schon ein bisschen so. Aber es ist so eine schöne Spannung. Also Adrenalin super hoch. Also ich schlafe auch gar nicht mehr. Das ist jetzt schon so, jetzt laufe ich auf absolut Hochtouren, aber wirklich. Aber das ist schon jetzt das, wo man so ganz dicht auch irgendwo dran ist. Das ist schon ziemlich privat jetzt. Und das sind auch eigentlich die Sachen, die man eigentlich sonst niemandem zeigt. Das ist so eigentlich das Geheimnis, finde ich immer. Das ist schon wirklich, wo das für einen selber so das Kind ist. Die wird jetzt als nächstes grundiert mit dem Kreidegrund. Das ist eigentlich die Haftung, da hält die Farbe halt drauf. Oder die Pigmente, das muss ich erstmal alles anrühren. Das ist eben so eine Methode, da wird das praktisch alles gleich gemacht. Das sieht nachher alles, ist alles einheitlich. Da sieht man keine Unterschiede mehr. Und wenn man das jetzt bemalen würde, das Holz saugt ja verschieden auf, es würde ganz furchtbar bunt werden. Das heißt, das macht man einfach deshalb, weil die Risse jetzt so groß sind, das würde einfach da rausfallen. Und diese Binde darüber, die sieht man nachher nicht mehr. Das verhindert, dass der Kreidegrund da reinfällt und praktisch verschwindet. Hat man früher schon gemacht, das ist also ganz normal. Aber das ist nun mal so, Holz ist ein natürliches Material, da kann man nicht immer alles genau beeinflussen. Deswegen versuche ich ehrlich gesagt ein bisschen so auch so genau zu sein. Ich will nicht meine eigenen Sachen restaurieren, habe ich keine Lust dazu. Jetzt sehe ich, dass das ganz gut ist. Eigentlich ist es verrückt, das so zu machen. Weil das ist im Grunde genommen echt volles Risiko, was man da eingeht, dass das vielleicht auch runterkommt. Man kann es auch mit Acrylfarbe machen, damit könnte man das auch hinkriegen. Mir wäre es ja egal, man müsste das ja nicht so ordentlich machen, aber die Füße sieht man immer. Da werden sie dann immer alle drauf gucken. Ich finde diesen Grund schon ziemlich dick. In Wirklichkeit ist das nur Millimeter. Grundfarbe, eigentlich fast für alle Farben, sogar für Blau. Wenn man das nicht macht, dann wird es eben nicht so warm, dann wird es ein kalter Ton. Ja. So, erste fertig. Das mit der Farbe, das muss ich sowieso selber machen, das kann man keinen machen lassen. Und so ein Fassmaler hat so seine eigene Idee, ne? Das sieht man ganz deutlich bei den Figuren von Tillmann Riemenschneider. Die wurden irgendwann später mal gefasst. Und die sind ja so gefasst, das Lindenholz, dass es aussieht wie Naturholz. Da ist aber auch eine Farbe drauf, damit das schön gleichmäßig ist. Und dann haben die irgendwann beschlossen, das finden wir langweilig. Wir wollen das bunt haben. Und dann hat da irgend so ein berühmter Fassmaler, ein Zeitgenosse, der auch ziemlich bekannt war, ein Bildhauer, das gemacht hat. Und damit den ganzen Tillmann Riemenschneider völlig vermurkst hat. Der hat nämlich völlig den Ausdruck verändert. Maria war plötzlich am Weinen und hatte nicht mehr die Augen offen, sondern zu. Also das kann man damit komplett verändern. Ich meine, man hat die natürlich alle im Kopf, man kennt die ja alle. Das muss man dann auch wieder vergessen, weil sonst nachmachen bringt es ja nicht. Im Grunde genommen ist es ja nur eine Figur erstmal und sonst gar nichts. Und das muss erstmal stimmen. Schon lange her, dass ich meine Figur bemalt habe. Das verschwindet sowieso alles. Ich kann das auch anders machen, ich mach's halt so. Das ist alles nur Höhen und Tiefen. Blau ist tief, rot ist hoch. Mehr ist das nicht. Also im Grunde habe ich jetzt nochmal wiederholt, was ich schon geschnitzt habe. Alles andere würde das kaputt machen. Das wäre angemalt, das ist ja nicht angemalt. Also das heißt, die Form wird nochmal wieder betont, dass sie vielleicht dann auch ohne die Beleuchtung ein bisschen besser wird.
Das wird nachher durch das Weiße oben drüber alles schön zusammengezogen. Weiß. Also zwei Schichten Weiß, denke ich, brauche ich. Aber ich denke, da muss noch mal eine drauf. Das ist mir zu rosa. Vielleicht ist auch gar nicht so schlimm. Also ein paar schöne Stellen gibt es jedenfalls schon. Aber das sieht nachher ja keiner mehr. Das sieht man nur, wenn man ganz dicht dran ist, wie schön das aussieht. Das ist leider ein bisschen schade, dass da eigentlich gar keiner was von hat. Hast du mal darüber nachgedacht, dass das eine Figur ist, die dich überleben wird? Ja, das ist ja das Schlimme daran, weil deswegen muss er auch irgendwo stimmen. Und irgendwo muss das auch so sein, dass ich, wenn ich 80 bin und ich dahin gehe, das vielleicht immer noch ertragen kann. Ja, deswegen macht man ja Kunst, weil man sich so ein bisschen fühlt wie Gott. Ne? So eine kleine Schöpfung und das bleibt dann. Ne? Ist dir das wichtig, dich zu verewigen? So wirklich nicht. Ich finde ja auch, dass man langsam mal, dass man auch nicht alles erhalten muss und auch nicht alles tausendmal restaurieren muss. Ich finde, wenn es kaputt ist, sollte es weg und fertig. Ich bürste jetzt das Poliment, also diese Erde, die da auf dem weißen Grund drauf ist, damit das Gold nachher besser darauf haftet. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte nur einen Kohleofen, und müsste mit diesen alten Methoden den Leim auch noch immer kochen. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so lustig gewesen. Kleben tut es jedenfalls. Das ist eben die Königsfarbe, ne? Gold. Ist gut, dass ich das mit Mattvergoldung gemacht habe, nicht mit dem glänzenden. Das wäre vielleicht ein bisschen zu barock geworden dann. Wie kriegen wir die Stacheln an den Jesus? Wir sind reingekommen, aber kommt doch wieder raus. Was meinst du denn, was der noch wiegt? Na, ist ja nicht mehr stumm. Dann legen wir ihn rein. Dann holen wir noch die Matratze wieder. Die schon. Der liegt ja auf der Stirn, vermute ich mal. Ne? Auf Füße weiß ich nicht. Doch. Der kippt sowieso. Und dann gleich umdrehen. Können wir gleich aufhängen? Den lassen wir erstmal noch liegen. Falls er runterkommt, dann fällt er jetzt ein bisschen weich. Gott, oh Gott, oh Gott. In diesem Ding da drin, das darf man nicht vergessen. Ne? Das sein? Das liegt unten. Ach so, vielleicht kann das noch mal einer hochgeben. Ja, die dürfen wir nicht. Halt. Halt. Verloren. Damit das ein bisschen hübscher aussieht. Ja, schön. Ein schönes Licht, das ist gut. Das macht das Dustere ein bisschen weg. Jetzt ist es gut, dass er da ist.